Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter Jahr 5 bis 7. Wir sind hier im Wald vor Hogwarts und gehen jetzt zum Bahnhof und gucken mal, ob wir noch was tun können. Und dann würden wir auch damit der Story weitermachen. Habe ich das denn schon gemacht? Kann sein, dass er sich auch mal wieder zurücksetzt. Weil sowas finde ich es halt blöd, dass er sich zurücksetzt. Aber das habe ich dir auch schon gemacht, gefühlt. Also gefühlt habe ich das ja alles schon gemacht. Ich weiß doch auch nicht. So, hier brauchen wir Sprengstoff, hier brauchen wir Schwarzmagie. Hallo Frau Weasley. Und ja, wir sind im Halbblutprinz, habe ich ja gerade mal im Startbildschirm gesehen. Wusste ich ja nicht so ganz genau. Okay, wir sind wieder am Weasley-Bau. Okay. Gut, wir sind jetzt in einer Mission. Und wir müssen Wäsche suchen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Ihr gebt doch her. Okay, ich kann doch auf die schießen, ich muss einen richtigen Zauber in der Hand haben. Okay, wo ist die vierte von denen? Wahrer Zauberer? Junge vielleicht? Ich sehe sie auf jeden Fall gerade nicht. Ach doch, hier ist sie doch. Meine Güte, bin ich blind. Ravenclaw Banner, sehr cool. Also krieg ich schon meinen ersten Teil. Na klar, gibt's hier noch eine Pflanze, weil Gründe und so. Okay, schwebende Toaster einfach aus der Luft geholt und in den Toaster gesteckt. Sehr cool. Was ist hiermit? Okay, du kannst es einfach random reparieren. Wusste ich natürlich, dass er einfach so Sachen reparieren kann. Also klar, irgendwie hat er diese Weasley-Dinger. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so. Also in dem Film, keine Ahnung, da kommt es mir nicht so vor, dass er so ein super Reparaturtyp ist. Was machen wir denn hier Schönes jetzt? Okay, eine Nähmaschine. Jetzt brauchen wir noch einen Hut. Wo kriegen wir einen Hut her? Mann, du hast doch Reducto. Stimmt. Wusste ich natürlich, dass du Reducto hast. Warum haben wir Harry den nicht mehr hat? Also, es macht halt keinen Sinn mehr jetzt, dass er ihn jetzt nicht mehr hat.
Da ist Bellatrix Lestrange. Professor Lupin. Remus Lupin heißt er, glaube ich. Wie seine Freundin ist, weiß ich gar nicht. Ah, wir spielen Molly Weasley und die anderen beiden. Ja, Werwolfsfähigkeiten, ich weiß das Spiel. Ich glaube, die andere ist eine Shapeshifter, wie heißen die? Tongs. Ah, okay, Tongs. Ich weiß natürlich, wie Tongs heißt. Okay, hier brauche ich ein Quibbler-Zeug. Haben kein Quibbler-Zeug, ne? Nee. Ist die Frage, ob Luna das Quibbler-Zeug auch ohne ihre Brille benutzen könnte. Doch, Spiel, lass mich doch darauf schießen. Oder siehst du vielleicht hier irgendwas, ne? Okay. Er ist auf jeden Fall super stark. Kurz zu wissen. Ach doch, jetzt geht's, okay. Okay, da darf er graben. Hier können wir es auch wieder sprengen. Wichtig. Was können wir alles tun? Hier können wir Quibbler-Zeug machen. Warum sind einfach Todesesser? Ah, okay, das waren die großen Feuer, wo ich nichts machen kann, weil... Ja. Großes Feuer. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem guten Professor einmal hier graben, um wahrscheinlich dann weiterzumachen mit irgendwas. Ich hätte gern schnell graben. Ich finde es schade, dass ich nicht den Charakter wechseln, also zu einem anderen Charakter wechseln kann. Aber ich kann mich ja nur zurückverwandeln mit ihm. Ja, ich weiß, das kannst du nicht machen, aber er kann es machen. Nur ich habe mir jetzt zurückverwandeln müssen, um den Charakter zu wechseln. Okay, vielleicht Y gedrückt halten, um das nicht zu machen. Okay, ist das cooler Ding. Ich habe schon ja nicht versucht, aber ich glaube, es geht da nicht. Ja, okay, nehmen wir erstmal die hier, Tongs. Also irgendwie habe ich Tongs am Kopf gehabt, weil ich glaube ich online gelesen habe. Ich war mir nicht sicher, ob die wirklich so heißt. Weil Tongs ist ja schon ein komischer Name. Ich glaube, die sind wie so eine Shapeshifterin. Die kann sich also irgendwie auch verwandeln. Ja, okay, und jetzt? Ich glaube, ich muss das Rad da irgendwie ranbekommen, oder? Ach, jetzt geht's auf einmal. Gut. Molly Weasley, okay. Es hilft mir jetzt nur bedingt weiter, Spiel. Weil das Feuer wird auch zu groß, wenn ich hier weiter kann, ne? Ja. Aber was soll ich denn hier machen? Also, wie komme ich gerade nicht weiter? Das scheint es halt auch nicht zu sein. Ja, ich kann hier den ganzen Quatsch anschießen. Aber was ist hiermit? Also das... Ich muss ja den irgendwie da ranbekommen. Oder was? Muss ich vielleicht mal seine Werwolfskraft da rauf und dann irgendwas tun? Okay, das klappt nicht. Zuvor geht halt auch nur so.
Ich bin so ein bisschen überfragt gerade. Also irgendwie glaube ich, dass es damit zusammenhängt. Aber so richtig kann ich mir nicht erklären, was ich tun soll. Ich hätte das voll gemacht. Das ist ja auch richtig, denke ich mal. Und damit soll ich dann wahrscheinlich das hier machen? Es könnte natürlich sein, dass das Spiel wieder irgendeinen Bug hat und irgendwie nicht weiter funktioniert. Aber irgendwie glaube ich da nicht so richtig dran. Vielleicht brauchen wir den Kühler da nochmal? Was ich gerade zerstört habe, weil da vorne ist ein Rad. Das Rad muss ich wahrscheinlich hier ran machen, damit er darüber fahren kann, damit ich da weiterkomme. Ach, jetzt dann Y. Klar. Habe ich jetzt die ganze Zeit übersehen? Oder war es noch nicht da? Ich habe mir die Kommentare damit. Weil ich habe halt irgendwie erwartet, dass ich da ran springen kann, aber das hat doch nicht geholfen. Okay, jetzt haben wir einfach Arthur Weasley dazu bekommen. Er ist doch schon selbst wegspringen können, da kann ich auch nicht hin. Dann brauchen wir unseren guten Freund Remus Lupin. Ich find's komisch, dass sie ihn hier Professor Lupin nennen, weil er hat ja hier in dem Spiel eigentlich nichts als Professor zu tun. Der war nur im ersten Teil Professor. Ich glaube, das war es im zweiten, im dritten Film ist es gewesen sein. Kann ich einfach durch? Okay, wahrscheinlich ist das fürs freie Spiel dann. Ich denke mal schon, ja. Weil wir können, also es bringt uns ja nichts, da was zu tun. Ah, stimmt. Jetzt kann er hier Sachen reparieren. Klar. Das macht natürlich auch Sinn. Ich stehe vor dem Ding, drücke Y. Spiel denkst du so? Y? Ja, zum Einsteigen. Nö. Oder was? Ganz ehrlich, was ist das für ein Spiel gerade? Warum fliegt der einfach weg? Das wird schon einen Grund haben, warum ich hier hinfliege oder nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob ich überhaupt hier hin will oder nicht. Okay, Schüler in Gefahr gerettet. Okay, eigentlich will ich hier glaube ich nicht hin. Weil ich war mir halt nicht sicher, ob das hier einfach nur Nebenzeug ist oder ob das hier Story weiter ist, weil Harry ist ja nicht hierhin gelaufen. Aber im Film haben die auch nicht dieses Ding zusammengebaut, also von daher. Ja. Hallo, Freunde. Dieses Spiel ist so zum Kotzen. So, das gemacht, das gemacht, das gemacht. 400.000 etwa. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und wir gehen hier hinten hin. Okay, es sind nur die beiden. Gut. Das wird jetzt schon wieder zum Kotzen, glaube ich.
Au! Was hat mich gerade getötet? Warum töten die Dinger mich? So. Ach, das ist so schlecht gemacht, dass man nicht den Charakter wechseln kann. Okay, was bei euch hier Schönes? Eine kleine Minischere. Okay, das ist tatsächlich sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Kann ich immer noch was tun? Na, ich könnte nicht zerstören, Alter, aber pff, warum? Ich weiß nicht, öfter mal versuchen, irgendwas zu zerstören, zu gucken, ob das für irgendein Ding hilfreich ist, aber ja. Anscheinend meistens leider nicht, deshalb ignoriert das aktuell auch so. So, hier brauchen wir Lumos, ne? Genau. Okay, dahin sind die beiden schon, da wollen wir auch hin, also. Tongs, rosa Mantel. Kriegen wir hin? Die Outfits sehen irgendwie komisch aus. Das hat sich nicht so wirklich was an, außer ein BH oder sowas. Okay, wir können auch rüberlaufen, das bringt mir nichts. Wie war das, ich damit was machen kann? Ich habe extra mal den Charakter gleich gelassen. Damit ich gleich beide Sachen machen kann mit ihm. Hier vielleicht noch irgendwas? Wasser vielleicht, damit die Dinger wachsen? Nö. Absolut irrelevant, okay. Warum soll ich da... Okay, ist doch ein bisschen tiefer. Ich habe mich aber gerade gefragt, warum soll ich da überhaupt durchgehen? Was habe ich davon? Was war hier? Okay, dafür kann ich hier raufgehen und irgendwelche Sachen tun. Theoretisch. Falsch, keine Ahnung, wie das funktioniert. So, hier brauche ich mir einen Quibbler. Haben wir nicht. Keine Ahnung, wie oder wo wir den bekommen. Oder ob wir den bekommen. So, dann einmal... Also auch hier kriegen wir einen Quibbler. Können den ausgraben. Okay. Ich glaube, ich probiere das jetzt schon, ne? Ja. Weil er sowieso nicht auf hat und das bringt mir dann halt nichts. Okay, sie hat einen Bademantel oben. Wusste ich natürlich. Okay, das Ding pumpe ich jetzt wahrscheinlich leer. Und dann kann ich mich da durchporten. Und da brauche ich dann sowieso einen Kobold, für den ich besitze. Das heißt, ja, hätte ich mir auch sparen können. Aber gut, wir haben es einmal erkundet. Jetzt können wir vorne noch zu Harry gucken. Und hoffen, dass die Mission gleich vorbei ist. So, der ist weg. Aber ich habe diese Level 4 nichts an Waffen gefunden. Au. Kannst du aufhören, Avada Kedavra zu machen? Das ist unhöflich. Was soll ich machen? Dich nass? Punkt. Okay, einfach nur ausweichen und dann den Quatsch machen. Oder nicht? Ich muss einfach mal raufschießen. Dass man keinen Nackenwurf mit dem Zauberstab machen kann. Was ist los, Wolfsbursche?
Okay. Na los, Wolfsbursche. Willst du einen Wolfsfight? Hä? Ich bin Werber, ich bin stärker als du. Also keine Ahnung, wie stärker bin als dir. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Was ist das Ziel? Ich will einfach nur ausweichen. So einmal aufgespießt, die Olle. Okay, ich kann einfach anschießen, wenn er einen anderen hat. Und dann lässt er ihn los. So, erledigt die Olle. Ja, Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Haussorten kann einziges. Doch, ja, Ravenclaw von stimmt. Molly Weasley freigeschaltet. Tonks im rosa Mantel freigeschaltet. Wahrer Zauberer haben wir natürlich geschafft. 1 Million extra. Schön Gefahr haben wir auch gemacht. Das heißt, wir kriegen 3 goldene Steinchen. Nämlich für das normale Spiel, für Wahrer Zauberer und für den Schüler gerettet. Der schönen Gefahr gerettet. Genau. So, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.